Hey Leute, während wir uns zu Hause meist nur mit süßen Katzen und Hunden umgeben, bei so manchem Exot haust auch mal ein Vogel oder Fisch, gibt es in freier Wildbahn Tiere, die wirklich gar nicht so süß sind. Wir haben nun 8 der gruseligsten Tiere für euch im Überblick. Los geht's! Nummer 8. Tigermuräne. Wirklich entzückend. Sowas möchte man doch sofort zu Hause im Aquarium sitzen haben, oder? Die Tigermuräne kommt in den warmen Gewässern des Nordatlantiks sowie dem Mittelmeer und weiteren Gewässern vor und ist mit langen, schmalen Fangzähnen ausgestattet. Diese sind sogar bei geschlossenem Maul noch sichtbar, so dass sie einfach immer bedrohlich wirkt. Zum Glück für uns Menschen ist sie ein scheuer, nachtaktiver Räuber, der sich wirklich nicht oft blicken lässt. Deshalb ist anzunehmen, dass die Tigermuräne in ihrem Verbreitungsgebiet eigentlich viel häufiger vorkommt, als angenommen wird. Und die 7. Seeschwein. Das sogenannte Seeschwein ist wirklich kurios. Sein richtiger Name lautet Scotoplates und es lebt auf dem Grund der Meere in Tiefen von 1200 bis 5000 Metern. Vor allem im Atlantik, dem Pazifischen sowie im Indischen Ozean anzutreffen, ist dieses Wesen weitgehend unerforscht, obwohl es wie viele Arten der Seegurken oft mit Hunderten von Artgenossen angetroffen wird. Ob man dieses kleine glubschige Wesen süß oder einfach nur widerlich finden soll, ist uns leider nicht wirklich klar. Aber was haltet ihr denn von dem kleinen Schleimbolzen? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Und die Nummer 6. Der Geisterhai. Die Seekatzen sind neben den Haien und Rochen die dritte Unterart der Knorpelfische und leben in allen Weltmeeren. Sie kommen vor allem in Tiefen von 200 bis 2000 Metern vor und können ganz unterschiedlich aussehen. Der sogenannte Geisterhai ist einer von ihnen und sieht wirklich ziemlich gruselig aus. Erst 2009 tauchten die ersten Filmaufnahmen des seltenen Exemplars auf und sorgten für große Aufregung bei Meeresforschern, die lange spekulierten, ob es sich tatsächlich um den seltenen Geisterhai handelt. Weiter mit der 5. Pazifischer Seewolf. Wow, dieses Tier ist nun wirklich nicht eine Schönheit, auch wenn das natürlich Ansichtssache ist. Der pazifische Seewolf ist ein Salzwasserfisch aus dem Nordpazifik und wird maximal 240 cm lang. Trotz seines widerlichen Äußeren ist sein Fleisch sehr beliebt. Besonders die Zähne des pazifischen Seewolfs sind furchteinflößend, jedoch kommt er selten in Kontakt mit Menschen, außer vielleicht auf ihrem Teller. Nummer 4. Kamelspinne. Die Kamelspinne, eine Unterart der Walzenspinnen, misst ganze 7 cm. Trotzdem sind die wirklich gruseligen Gerüchte, die vor ein paar Jahren über diese Spinne im Umlauf waren, einfach absolut nicht wahr. Soldaten behaupteten damals, die Monsterspinne würde an den Bauch von Kamelen springen und ganze Fleischstücke aus dem Kamelkörper beißen. Jedoch heißt die Kamelspinne nicht so, weil sie sich von Kamelen ernährt, sondern einfach nur, weil sie in der Wüste lebt, eben wie zum Beispiel auch Kamele. Und die Nummer 3. Lilaner Frosch. Was für ein ekelhaftes Tier. Der lilane Froschlurch, dessen wirklich unaussprechlichen lateinischen Namen wir nun nicht erwähnen werden, kommt im Südwesten Indiens vor und wurde erst 2003 entdeckt. Der Frosch lebt die meiste Zeit des Jahres verborgen im Boden, aus dem er wohl nur während des Monsuns hervorkommt, um sich fortzupflanzen. Genau deshalb dürfte er auch so lange unentdeckt geblieben sein. Er ernährt sich von Termiten und wenn wir alle mal ein bisschen ehrlich sind, ist er einfach nur unglaublich hässlich. Aber gut, weiter geht's mit der 2. Pakufisch. Der Pakufisch hat äußerlich sehr viel Ähnlichkeit mit einem Piranha, doch nicht nur deswegen ist er wirklich beängstigend. Denn öffnet der Fisch sein Maul, erblickt man ein Gebiss, das auch im Mund eines Menschen sitzen könnte. Einen Fisch mit solchen Zähnen zu sehen, ist irgendwie mehr als skurril, jedoch ernährt er sich hauptsächlich von Nüssen und anderen Früchten. Aus diesem Grund ist er jedoch auch leider als sogenannter Hodenbeißer bekannt, da er diesen aus vielleicht verständlichem Grund mit seiner natürlichen Beute verwechseln könnte. Und damit wären wir auch schon bei der Nummer 1, buckliger Anglerfisch.
Der Name ist hier wirklich Programm, denn dieser Fisch ist einfach nur potthässlich. Anglerfische setzen den angelartigen Fortsatz ein, um Beutetiere anzulocken. Der Köder wird durch spezielle Bakterien zum Leuchten gebracht, die mit dem Anglerfisch in Symbiose leben. Durch seinen sehr dehnbaren Magen kann er Beute verschlingen, die sehr viel größer ist als er selbst. Doch kein Grund zur Sorge, denn die Weibchen erreichen höchstens eine Länge von 18 cm, weswegen sie für den Menschen absolut ungefährlich sind. Und mal abgesehen davon werden wir ihnen auch nie begegnen, da sie erst in Tiefen von 100 bis 4500 Metern vorkommen. Ja Leute, welche dieser Tiere findet ihr denn am furchteinflößendsten? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr euch hier gerne noch ein weiteres Video anschauen und wenn ihr Lust habt, eine positive Bewertung dalassen. Wir hören uns wie immer nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.